Moin, willkommen zu einem kleinen Info- bzw. einem kleinen Real Talk-Video. Ich bin noch insane müde, ich bin gerade vor 2 Stunden erst aufgewacht und es ist gerade 16.50 Uhr, aber egal. In dem Video geht es immer kurz darum, warum gerade nichts kommt, was ich vorhabe, wie es weitergehen wird und wo ihr auch demnächst auch mitmachen könnt. Als allererstes, warum jetzt in den letzten Tagen bzw. Wochen keine Videos kommen. Also das letzte gescheite Video war vor 3 Wochen. Silvester. Ja, ist jetzt schon 3 Wochen her. Und das hatte viele Gründe. Als allererstes, ich plane insane viel Projekte gerade. Ich habe gerade Team Wars planen, was gerade schon in der Endphase ist. Wir müssen nur noch Plugin noch fertig machen und dann einfach mal nochmal durchchecken, dann haben wir alles. Ich plane auch gerade noch ein neues kleines Projekt, was ich später erzählen werde. Dann, ich streame noch jetzt gerade recht viel, also fast täglich. Und ich habe ja mit Selbstexperimenten angefangen und habe die Aufnahmen schon durch. Allerdings bin ich noch so gerade irgendwie so stuck in so einem, dass ich nicht wirklich kreativ genug bin oder irgendwie Lust habe, irgendwas zu machen, weil ich wollte es irgendwie so richtig gut hinmachen und ich könnte natürlich auch einfach hinrotzen, es morgen hochladen. Will ich halt aber nicht. Ich will es halt ein bisschen, ja, gescheiter halt machen und da fehlt mir irgendwie gerade einfach die Motivation, auch die Lust irgendwie dazu. Und außerdem ist vor, ja, fast 2-3 Wochen leider eine sehr wichtige Person für mich, von mir gestorben. Hat natürlich auch Gründe gehabt, und ich möchte auch jetzt auch nicht mehr darüber reden. Aber das war auch natürlich ein Riesenfaktor, warum ich so lange inaktiv war. Und auch kaum gestreamt habe dann die letzten paar Wochen. Und was ich vorhabe, zu machen. Also erstens, ich mache gerade das Varo-Projekt. Und ich plane gerade an einem Projekt namens Twitch Attack. Das heißt, wie Craft Attack, deswegen auch das Attack. Aber halt mit der Twitch-Note. Das heißt, jeder kann mitmachen mit 2 Kriterien, die später weiter, ja, ich kann kein Deutsch halten, ne, weiter drauf, ich werde es einfach nacherzählen, so. Es soll halt so Craft Attack sein mit Streamern und auch mit Zuschauern, wo basically jeder mitmachen kann und ja, wird so ein wie Modmix, aber in besser strukturiert und bessere Planung und mehr Spieler. Und ich glaube, ich mache dazu auch Videos dann auch. Ich werde jetzt das meiste streamen wie bei Modmix, weil auf dem Kanal habt ihr Modmix gar nicht mitbekommen. Aber die streamen, meine Zuschauer im Stream, die wissen, dass ich da Modmix insane durchgezogen habe. Also ich habe da 2 Tage Spielzeit auf dem Server. Deswegen, ja, Modmix kam weniger durch auf YouTube, aber halt auf Twitch kam da halt einiges. Also wir haben da von Anfang Dezember bis den Pilotenmarathon die 2 Wochen richtig durchgezogen. Ja. Und wie es noch weitergehen wird, ganz einfach. Es werden wahrscheinlich entweder gleich viel oder weniger Videos kommen. Grund dafür ist halt erstens, ich streame recht oft. Und ich habe auch gerade weniger Motivation, so krasse Videoprojekte anzufangen. Ich weiß auch nicht warum, ehrlich gesagt. Und momentan geht's noch, aber jetzt die nächsten Wochen, Monaten. Ich bin in der 10. Klasse und ich musste meine Prüfungen lernen. Vor allem, wenn es darum geht, dass ich in Mathe auf einer 4 bis 5 stehe. Ja, deswegen, ich muss da ein bisschen versuchen, das durchzuziehen, weil ich mich dann auch auf eine neue Schule bewerben muss, etc. Deswegen, viel privater Stuff, so ich natürlich halt machen muss, was halt der Grund dafür ist, dass ich dann weniger YouTube-Videos machen kann. Aber wie gesagt, ich werde dann versuchen, wenn ich ein bisschen Zeit habe, so ein paar Stunden, darf ich dann versuchen halt zu streamen. Stream macht mir auch momentan auch gerade am meisten Spaß. Ist einfach geil. Und zum Thema, wo ihr mitmachen könnt, wegen Twitch-Tag. Meine Idee war halt erstens, ich weiß, es ist jetzt eine Paywall indirekt, aber halt muss ich halt machen, einfach aus dem Grund, damit wir so wenig wie möglich Griefer bekommen können auf dem Server. Und zwar, es kann in einem Twitch-Attack-Projekt jeder mitmachen, nicht nur bei mir, aber sagen wir mal, wir haben jetzt 10 Streamer und
Jeder Zuschauer von den 10 Streamern kann da mitmachen. Einziges, was ihr dafür tun müsst, ist, ihr müsst Sub auf dem Kanal sein, auf dem Twitch-Account. Ist auch egal, ob ihr schon einmal wart, beziehungsweise, wie soll ich sagen, sobald das Projekt... Also, man muss Sub sein, entweder gegifteter Sub, also entweder man hat einen Sub bekommen oder man kauft einen Sub. Oder, und man muss eine bestimmte Anzahl an Kanalpunkten erreichen. Bei mir sind es 20.000 Kanalpunkte und damit kann man sich dann eine Twitch Attack Wildcard kaufen. Und wenn ihr Wildcard habt und Sub seid, dann werdet ihr von Discord eingeladen, dann könnt ihr mit uns mitspielen. Momentan ist es nicht begonnen, deswegen ist es gerade noch so, momentan zahlt ihr fürs Nichts, aber ihr seid dann direkt am Projektstart dabei, was glaube ich auch ganz geil ist. Ja, die 20.000 Kanalpunkte zu bekommen ist jetzt mittelschwer, ihr müsst halt recht aktiv auf meinem Twitch-Account sein, aber ich sag mal so, der da aktiv auf meinem Twitch-Account ist, kriegt es eigentlich easy hin, so ist nicht. Und ja. Und man kann bei mir jetzt schon das kaufen, die Wildcard mit den Kanalpunkten. Und ich muss sagen, halt, sobald man halt das Feature freigeschaltet hat, dass man die Wildcards kaufen kann. Bei mir kann man es jetzt schon kaufen, bei anderen sind es immer noch nicht. Ich muss sagen, sobald man halt das kaufen kann, zählt doch das Sub. Und ja, das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, seid jetzt Sub. Entweder ihr habt Glück und ihr kriegt einen gifteten Sub oder ihr kauft einen Sub für, ich glaube, 4 Euro oder so. Ihr kriegt doch richtig, richtig dumme Emotes, Digga, die sind so funny, wirklich. Und ihr müsst halt eine Wildcard haben. Dann kriegt ihr einen Discord-Invite und dann seid ihr im Projekt drin. Das Geile ist halt auch, die, die jetzt schon drin sind, aber das Projekt noch nicht gestartet ist, ihr könnt auch am Projekt mitwirken. Das mache ich immer so, ich lade zuerst Leute ein und plane dann mit den Leuten dann das Projekt, einfach aus dem Grund, damit die Leute auch mitreden können und sagen, hey, das wäre eine gute Idee, das wäre eine scheiß Idee, das können wir noch einfügen, das raustun. Deswegen, wenn ihr auch mit in dem Projekt dabei sein wollt und auch kreative Ideen habt, die wir umsetzen können, oder Sachen, die ihr sagt, ey, das wäre super geil, wenn man das reintut, irgendeine Regel, irgendein Mod, irgendein Plugin, dann könnt ihr da gerne mitmachen und halt einfach mitwirken. Und ja, das war jetzt so das Video. Ich habe, glaube ich, viel zu viel geredet. Ich bin halt auch überhaupt nicht konzentriert. Ich kann auch überhaupt nicht reden. Meine Augen tun noch, ehrlich gesagt, auch ein bisschen weh. Und mein Tag begann damals, als ich eine Tiefkühlpizza gemacht habe, die 10 Minuten im Backofen war und auf einmal kalt. Ich habe davon fast gekotzt. Ja, keine Ahnung. Habt noch einen wunderschönen Tag. Und ja, ich glaube, ich werde heute das streamen. Schaut auf Twitch vorbei. Da. Oder auf Donny.live. Und Jonas, wenn du das Video siehst, bitte fix den Namen. Der hat extra Donny falsch geschrieben. So ein Hund, Alter. Ach, und folgt mir auf TikTok. Vielleicht schaffen wir sogar noch diesen Monat auf die 2000 Follower. Schaut vorbei oder ich esse euren Hund auf. Oder eure Katze.